Es wird endlich Zeit, dass ich euch das Spielkonzept vorstelle. Concept ist im Jahr 2014 erschienen und war dort in dem Jahr gleich nominiert zum Spiel des Jahres. Gewinner wurde letztendlich Camel Up, ein sehr erfolgreiches Spiel, aber auch Concept ist sehr erfolgreich. Übrigens das dritte nominierte Spiel war Splendor, auch ein sehr gutes Familienspiel. Also ein starker Jahrgang in 2014 und das Spiel Concept Kids Tiere, der Nachfolger praktisch für die Kids, das habe ich euch schon vorgestellt und eine absolute Empfehlung. Ganz klar, wenn ihr es mit Jüngeren, mit Älteren, nur Jüngere spielen wollt, also wirklich ein tolles Spiel, ab 4 Jahre 2 bis 12 Spieler, da gibt es auch schon ein Video. Aber den Kanal, den gibt es erst seit 2017 und die ein oder andere Perle, die hole ich gerne nach und dazu zählt Concept. Es ist nämlich ein schönes, geselliges Spiel, übrigens Concept Kids Tiere auch, einfache Regel, auch schön über Skype spielbar und ja, Concept ist erschienen bei Repos Vertrieb über Asmodee und angegeben ab 4 Spieler. Ihr könnt es aber auch mit wenigern absolvieren, ihr werdet es gleich sehen. 4 bis 12 Spieler ist angegeben, durchaus mit Teams sehr gut spielbar, ab 10 Jahre 40 Minuten. Und wie gesagt, das Concept Kids Tiere, dazu später mehr im Fazit. Erst schauen wir uns mal die Abläufe noch von diesem Spiel an. Ist ab 4 Jahre 2 bis 12 Spieler und geht 20 Minuten. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl, aber ich werde oft gefragt nach schönen, geselligen Runden, wo Kinder mitspielen können oder jüngere und ältere Kinder gut zusammenspielen können. Ja, das sind solche Spiele. Und jetzt schauen wir uns mal das Konzept an, das große Spiel, weil das habe ich bisher gar nicht vorgestellt. Ihr seht hier den Spielplan und auf dem Spielplan sind verschiedene Piktogramme hinterlegt. Wenn ihr das Ganze über Skype spielen wollt, funktioniert auch. Wenn ihr das mit Oma und Opa oder Onkel etc. spielen wollt, dann müsst ihr quasi nur den Plan deutlich in die Mitte halten, sodass man da alles gut erkennt und die Piktogramme auch erkennt. Hier haben wir einen Stapel an Karten und eine Karte habe ich schon exemplarisch einfach mal auf der Seite liegen, damit ihr seht, was für Begriffe bzw. was für Schwierigkeiten auf die Spieler zukommen kann. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall erst einmal im einfachen Bereich beginnen mit 1, 2 oder 3. Ja, diese Karte, die bekommt quasi der aktive Spieler, der Startspieler, der nimmt die auf die Hand und ja, sucht sich quasi einen Begriff aus. Jetzt habt ihr jetzt die Begriffe schon gesehen, aber zum Erklären ist gar kein Problem. Zum Beispiel Feuerwehrmann. So, und die anderen Spieler, oder die, wo jetzt auf Skype zuschauen, die versuchen jetzt diesen Begriff zu erraten. Dazu habe ich jetzt hier ja, diesen Marker, dieses Fragezeichen, ordnen es einer Hauptkategorie zu. Feuerwehrmann spricht also quasi für Mann, gibt es aber auch Frau. Das platziere ich einfach mal hier hin. So, die Mitspieler wissen, okay, und die müssen raten. Weil wenn sie es richtig erraten, kriegen sie so einen Chip mit 2 Punkten abgebildet. Wenn es erraten wird, ich muss ja auch gut sein, bekommen dann zumindest 1 Punkt. Aber die Mitspieler, der, wo am schnellsten ist, bekommen diese 2 Punkte. Ja, aber mit diesem Hinweis, da können die wenigen was anfangen. Das heißt, ich gebe noch einen Tipp. Und dann nehme ich natürlich die gleiche Farbe und ich schaue, was jetzt passen könnte. Übrigens, wer jetzt mit dem Piktogramm gar nichts anfangen kann, da steht alles drauf. Kreis, Stern, Aussparung oder Einheit, Farben sind hier gefragt. Plastik, Metall, Stein, das steht alles hier drauf. Kann man also sehr gut daneben legen. Wenn man es zweimal gespielt hat, kennt man es allerdings zu 95%. Und dann muss ich einfach mal gucken, was passt. Und dann würde ich einfach sagen, okay, ich lege es mal hier hin. Oh, ein paar sind sich vielleicht unsicher. Vielleicht nehme ich auch noch einen zweiten Marker, mache es hier hin oder ich schiebe es in die Mitte. Und vielleicht kommt der ein oder andere Spieler ja schon auf die Idee und sagt, Feuerwehrmann. Und dann liegt er richtig. Ich kann natürlich bei Weitem mehr auswählen. Ich kann übrigens auch wieder Steine wegnehmen, wenn ich merke, ich verunsichere nur meine Mitspieler. Ich kann allerdings auch so ein Ausrufezeichen nehmen. Das heißt, ich lege eine weitere Kategorie fest. Also zum Beispiel hier jetzt irgendwelche Handwerk, irgendwelchen Beruf, dass ich da noch einmal einen Hinweis gebe mit dem Ausrufezeichen. Und ich hoffe natürlich, dass ein Mitspieler auf die Lösung kommt. Jetzt schauen wir uns aber die Karte nochmal an. Ja, Feuerwehrmann, okay, da kann man drauf kommen. Der, wo drauf kommt, bekommt 2 Punkte. Das ist übrigens der Chip für 2 Punkte. Ich bekomme dann den 1er-Chip. Das Spiel geht übrigens so lang, bis diese Chips, diese doppelten Punkte-Chips dann weg sind. Aber man merkt, es war einfach, es gibt aber auch schwierig und es gibt die Herausforderung. Jetzt zeige ich euch natürlich gerne noch ein paar Karten, dann könnt ihr auch ein bisschen mitschauen. Und dann wisst ihr je nachdem auch, ob das je nachdem mit euren Kindern schon was ist oder eher nur was für Erwachsene
Runden ist. Klar, lesen sollte man auf jeden Fall können, dass man das zuordnen. Ich werde nachher auch einen kurzen Blick in die Kids-Version werfen, wer das Video nicht gesehen hat. Aber da gibt es natürlich schon ein paar Herausforderungen, was natürlich auch den unteren Bereich angeht. Ich hoffe, es blendet nicht, dann seht ihr es auf jeden Fall. Und das bietet natürlich eine Herausforderung für Jung und Alt, abhängig davon, welche Kategorie ihr auswählt. Und so wird das quasi reihum gespielt. Und das Schöne ist, zum einen, und ich bin ja quasi schon mitten im Fazit, ist das jetzt ein Spiel oder ist das jetzt eher ein geselliger Abend oder Nachmittag, den man jetzt hier verbringt? Und man sieht es ja an der Anleitung, da wird das Spielmaterial erklärt und da werden die Abläufe erklärt mit ein paar Hinweisen. Und das war's. Hier auf dem restlichen Bereich geht es um die Beispiele. Aber der Verlag hat sich da auch selber dazu geäußert, weil da steht auch dabei, bei zahlreichen Tests haben wir schließlich das Punktesystem aufgegeben. Okay, und kann ich wieder von vorne drehen? Nein. Und einfach nur den Spaß am Präsentieren und Erraten genossen. Ist ein Spaßspiel in der geselligen Runde und deswegen steht 40 Minuten angegeben. Ihr spielt einfach, solange ihr Lust habt. Und ihr wechselt dann die Kategorien. Und wer letztendlich gewonnen hat, ist völlig Schnuppe. Ist völlig egal. Hier steht absolut der Spaß im Vordergrund. Und jetzt wird es auch endlich Zeit, dass ich euch dieses Spiel und dieses Video jetzt veröffentliche, damit ich euch das Spiel präsentieren kann. Es gibt natürlich weitere Ausrufezeichen für weitere Kategorien und es gibt eine Vielzahl an Karten, die hier hinterlegt sind. Also insgesamt ein ganz klarer Pluspunkt, ein wirklich sehr gutes Familienspiel, ein sehr gutes, geselliges Spiel. Es zählt für mich jetzt was. Ich habe ja oben diese geselligen, diese Partyspiele zu diesen Spielen, wo man wirklich jeden an den Tisch holen kann und sofort überzeugt, dann mitzuspielen. Stellt sich natürlich die Frage, ich habe jetzt den Spielplan von der Kids-Version natürlich auch da, was denn jetzt besser ist. Kids-Version ist ja ab 4 Jahre angegeben, klar, aber das ist auch für Kinder ab 5, 6, 7, 8 Jahre durchaus. Und ich lege es vielleicht gerade zeitlich hier ein bisschen drüber, das seht ihr es. Ist ein bisschen, kann man sagen, verniedlicht. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich hole noch parallel ein paar Karten raus, damit man das auch sieht, weil hier ist es auf jeden Fall einfacher dargestellt. Die Kinder in dem Alter, die können natürlich nicht lesen und deswegen gibt es natürlich hier Bildmotive. Und ich glaube, der eine oder andere sagt, wow, das ist ja richtig cool, das hole ich mir. Es ist ein tolles Spiel. Also wer es noch nicht hat, der kann sich es gerne holen. Gerne über die unten genannten Links, da unterstützt ihr uns nämlich automatisch. So viel zum Thema Werbung, aber es ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Es stand im Lieblingsregal von Melias, es steht in dem Lieblingsregal mittlerweile von der Alina und ja, irgendwann kommt es vielleicht auf den Dachboden und für später hebt man sich es auf und das Spielkonzept, das steht für alle griffbereit da oben. Und da merkt ihr, das ist ein Spiel, das spielt man über Jahrzehnte hinweg, weil es einfach, es ist einfach schnell erklärt, schnell gespielt, man holt es raus, man weiß sofort, um was es geht, braucht dann viel erklären und hat einfach Spaß. 20 Minuten, halbe Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden. Ich habe schon alles erlebt in diesen Jahren, wo wir Konzept gespielt haben. Es ist ein wirklich tolles Spiel und eine ganz klare Empfehlung. Ich habe ja während dem Video da am Anfang angesprochen, das könnt ihr auch sehr gut auf Skype spielen. Klar, wenn ihr beide habt, also euer Mitspieler hat das je nachdem auch, das heißt über Skype auch das Spiel, dann kann man natürlich miteinander agieren. Es gibt aber auch bei Asmodee digital, gibt es Ausdrucke, wo ihr das auch praktisch in nachbauen könnt und über Skype dann spielen. Da müsst ihr mal schauen. Asmodee, je nachdem gibt der Corona dann ein oder Skype, spielt also digital, sowas. Asmodee digital und dann findet ihr auch Ausgaben, dann könnt ihr Teilbereiche ausdrucken und dann habt ihr euren Spaß. Ihr könnt natürlich eigene Tiere, eigene Ideen, eigene ja, Berufe und sonstige Persönlichkeiten euch auch individuell notieren. Ihr merkt, ihr seid ja komplett frei. Habt einfach Spaß mit dem Spiel. Wir haben sehr viel Spaß mit dem Spiel und ich bin dankbar für den damaligen Wunsch, mehrfachen Wunschkonzept vorzustellen. Und ihr merkt, ja, die To-Do ist schon ein bisschen lang. Ich komme ja kaum hinterher. Ihr wünscht euch ja so viel, aber da wird es einfach Zeit. Gerade in der heutigen Zeit, wenn man das auch sehr gut über Skype spielen kann, wenn man trotzdem gesellig spielen will, auch über ein anderes Medium, da kommt es auf jeden Fall super an. Ja, das in Kürze. Es gibt nicht mehr Regeln zu diesem Spiel. Ich freue mich auf eure Kommentare. Der eine oder andere kennt es ja noch gar nicht. Der Vorteil bei der Kids-Version ist, und da werde ich ja oftmals auch gefragt, was es die Kinder angeht, wenn Kinder unterschiedlichen Alters sind. Der Vorteil bei dem Spiel ist, insbesondere bei der Kids-Version, Kinder können es mit Kindern sehr gut spielen. Kinder können mit Erwachsenen das spielen. Dabei erklären die Kinder, um was es geht.
Andersherum können die Eltern auch einen Begriff nehmen oder Erwachsene, ich nenne es jetzt einfach mal Erwachsene, auch einen Begriff nehmen und erklären es den Kindern. Man kann ja hin und her spielen. Die Kinder sind stolz, wenn sie auch mal Aufgaben von sich geben können und einfach mal erklären können dürfen, Farben zu ordnen. Da lernt man mit und das ist einfach toll. Klar, bei den Erwachsenen, da muss man lesen können, steht ab 10, aber wie gesagt, da würde ich jetzt sogar den Elias, da spielt er auch mit, was die blauen Begriffe angeht. Klar, jetzt die unteren Bereiche, da wird es schwieriger. Das nimmt man dann einfach, wenn man es mit einer Erwachsenengruppe dann spielt. Ihr seid hier komplett offen und ich glaube, mit diesen Worten kann ich es auch beschließen. Ich freue mich auf eure Regelinfos, haben sich einige von euch gewünscht. Vielleicht sagt der ein oder andere, oh nein, Jörg, schon wieder so ein Spiel, wo wir unbedingt brauchen, ist doch toll. Spiel macht einfach Spaß und das Spiel habt ihr über Jahrzehnte in eurem Regal verschenkt, gibt es weiter. Und selbst wenn ihr es mal ein Jahr nicht mehr gespielt habt, ihr seid sofort wieder drin. Ganz klarer Tipp, was Konzept angeht, beziehungsweise Konzeptier, ihr habt jetzt nur die Qual der Wahl. Ich glaube, aufgrund der Beispiele, ihr könnt jetzt nochmal ins separate Video schauen. Ich glaube, mit den Kindern haben wir auch ein paar Beispielrunden gemacht. Dürfte schon ein paar Jahre alt sein, das Video. Wobei 2 Jahre, je nachdem, müsst ihr mal schauen. Da gibt es auf jeden Fall ein separates Video. Vielleicht verlinke ich es auch im Verlauf dieses Videos. Dann seht ihr es. Ansonsten ganz klare Empfehlung: Konzept. Jetzt. Ja, beschließe ich das aber wirklich. Ich freue mich über eure Kommentare, über einen Daumen. Und wer noch kein Abo hat, ihr wisst es, der klickt oben drauf. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.